Hey, du! Du schleimiger Wurm, wagst es also tatsächlich, bis vor die Tore des Meisters zu treten? Bist du hier der Drahtzieher? Ich bin der Wächter der Hallen von Irdorat, die mächtigste Quelle Belias Macht auf Erden. Durch meine Hände fließt die göttliche Kraft des Meisters. Nur ein Wort von mir und du wirst auf ewig dem Wahnsinn verfallen. Das wird sich zeigen. Verstehe. Noch so ein Unterhändler, den ich aus dem Weg räumen muss. Du warst einmal ein Anhänger des Schläfers. Das ist graue Vergangenheit. Der Meister hat uns die Augen geöffnet. Jetzt wird uns niemand mehr aufhalten. Der Meister hat uns den einzig gangbaren Weg gezeigt, mit euch Ungläubigen fertig zu werden. Wer ist dein Meister? Er ist ein Wanderer zwischen den Welten. Seine göttliche Weisheit erleuchtet uns. Er ist der Erwählte Belias, das Reich von den elenden Innos-Anhängern zu befreien. Er bringt allen den Tod, die an seiner Herrlichkeit zweifeln. Kommt mir bekannt vor. Was verbirgt sich dort hinter dem großen Tor? Ja, das wäre interessant zu wissen. Die Gemächer meines Herrn bleiben unerreichbar für dich. Ich werde dir keine Gelegenheit geben, das Tor zu öffnen. Wie viel von eurer Sorte muss ich denn noch töten? Der unsrigen sind viele. Du hast ja keine Ahnung, wie zahlreich wir schon auf diese Zeit der Befreiung warten. Ein Strom von Klageschreien wird sich über das Land ergießen, wenn wir in die Welt hinausziehen. Um die Welt von den Barbaren, die sich selbst die Hüter des Feuers nennen, zu befreien. Unsere Zusammenkunft hier im Tempel wird nicht von großer Dauer sein. Ich bin ein Hüter des Feuers, du Vogel. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Marschhaus. Schließe dem Gefasel. Ich werde dich vernichten. Dein Augenlicht wird schwinden und dein Geist wird in der Dunkelheit vergehen. Ohne das Seelenruf-Amulett hätte ich jetzt ein ernstes Problem. Ja, so sieht's nämlich aus. Haben wir aber nicht. Haha! Wir haben volles Leben! Heute ist dein Glückstag, Süße. Du willst mich töten? Du Penner willst mir auf die Pelle? Es gibt aufs Maul! Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Und? Oh! Auch gut. Der ist vereist. Der Mentor, Wächter der Hallen von Irdorat. Amulett Irdorat? Das will ich aber anziehen. Amulett von Irdorat. Das will ich anziehen. Mal gucken, was passiert. Scheiße. Verrecken. Marcello, hast du auch die... Was? Kleiner Grafikbug hier. Nein! Nein! Entschuldigung. Das war falsch. Warum die Wasserrobe? Das ist keine Wasserrobe. Das ist eine Robe der Hüter, lieber Lumpi.
muss kurz was probieren. Ja, irgendwie fehlt hier der Effekt vom Ring. Ist aber nicht schlimm. Backt gerade ein bisschen rum. Liegt wahrscheinlich am Renderer. Ein bisschen Kram. Ja, und das Tagebuch von diesem Schwarzmagier können wir auch lesen. MM Kadar Kadosh. Kadosh MM Kadar. Ah, hier, Geysir. Jetzt wird's lustig. Kadosh MM Kadar, öffne dich. Boah, mit dem Renderer sehen die Texturen aber super geil aus. Guckt euch das mal an, hey. Sehr bedrohlich und ängstlich, ne? Krass. Sehr geil. Sieht sehr, sehr geil aus. Da ist der Bastardinho. Bastardinho! Inno! Göttliche Aura! Nein, ich werde als Feuermagier vorhin treten und nicht als Hüter. Das mache ich nicht. Als Feuermagier, so. Hast du Bastarde hier um dich rum? Glaube nicht, ne? Die Augen, ey. So, du Penner. Jetzt gibt's aufs Maul. Na, warte. Was kann ich denn hier gut verwenden? Das ist die Frage. Ah, ich habe hier noch Kreuz der Elemente. Geil. Das habe ich ja fast vergessen. Eiswelle bringt mir jetzt nichts. Kreuz der Elemente, Schaden 10.000. Haha, jetzt kriegt er aufs Maul. Nun hast du es also geschafft, mich zu finden. Allzu lange warte ich nun schon auf deine Ankunft. Komm schon, tu doch nicht so, als hättest du das geplant. Was weißt du denn schon von meinen Absichten? Habe ich dir nicht die Suchenden geschickt, um dich auf meine Fährte zu locken? Habe ich nicht die Zeichen meiner Existenz so sichtbar hinterlassen, dass du mich gar nicht verfehlen konntest? Waren die Besessenen deiner Art denn etwa nicht Grund genug für dich, nach der treibenden Macht im Verborgenen zu suchen? So sehr du dich auch abwenden und winden magst, du wirst das alles nicht leugnen können. Es gibt nur eine Sache, die nicht vorherbestimmt war. Du hast einen meiner Diener vernichtet. Er war dazu auserwählt, die Klaue zu tragen. Wer bist du? Haha, das fragst du noch. Kehre in dich, du Narr. Du weißt, wer ich bin. Ich trage keinen Namen, so wie du keinen Namen trägst. Ich erhalte die göttliche Kraft von meinem Schöpfer, so wie du die Kraft deines Gottes in dir trägst. Mein Schicksal ist die Zerstörung der Welt, so wie die Verkündung des Glaubens an Innos deine Bestimmung ist, Magier des Feuers.
Spürst du nicht das Band, das uns verbindet? Ja, du weißt, wer ich bin. Nein, das kann nicht sein. Du bist ein stinkender Moderteppich. Xardas hat immer gesagt. Das bist du. Xardas ist schwach und keine Bedrohung für mich. Nur das bist du, nicht mehr und nicht weniger. Nur du mir entgegenzutreten. So steht es geschrieben. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Schicksal zu akzeptieren. Warum bist du hier? Die mir verliehene Göttlichkeit wird mich beflügeln, die Welt im Strom der Gewalt zu ertränken. Erst wenn die letzte Festung der Rechtschaffenen gefallen ist, werde ich ruhen. In wessen Auftrag führst du deine Schergen in den Krieg gegen die Menschen? Mein Gebieter Kardimon ist der Herr der Nacht. Fatang, Shatar, Fatang, Velia! In seinem Namen werden meine Heerscharen sich aus der Erde erheben. Das wird sich und zeigen. Die Welt in Dunkelheit hüllen. Du Penner, du hast ja mal keine Chance. Okay, okay, vergessen wir die Sache. Genug der Worte. Ich werde dich dorthin zurückjagen, wo du ungetüm entkrochen bist. Du bist doch nicht bereit, mich zu besiegen. Nur noch ein kurzer Moment und ich habe mein Ziel erreicht. Geh zu Nadia. Deine Gebeine werden mir dienen, dich nach oben um begleiten. Der Welt den Atem des Todes zu bringen. Ja? Dann hau ich dir vor das Pfund aufs Maul. Wow! Das macht ja mega Schaden! Wo ist er denn? Heiliges Geschoss? Ah, wo bist du? Moment! Inventar öffnen! Ach, die habe ich schon gebraucht! Boah, die hat aber mega Schaden gemacht, ey! Ist ja krank, Alter! Guckt euch das an! Ich brauche Hilfe! Greif ihn an! Ich brauche Hilfe! Gib ihm aufs Maul! Ja, gib's so, ihm! Du denkst also, du bist einer von den Harten. Versuch's doch mal bei mir. Gib's ihm! Nein! Nein! Scheiße! Das war gut! Oh Mann! Ich hab nichts. Ich hab super Feuerschutz, aber ich krieg ihn nicht klein. Stirb, du Penner! Du sollst ihn nicht heilen. Verreck endlich! Ich spüre innerst göttliche Aura. Oh! Verdammter Bastard. Ey! Jetzt gibt's aufs Maul! Stirb, du Penner! Na, endlich bewegst du auch mal deinen Arsch hierher. Ach Gott, ist das Rio? Oder wer war das gerade? Wo kommt dann diese hau ich dir vor das Pfund aufs Maul. Ah,
Ach verdammt! Hier! Mach sie alle platt! Ja, mach sie platt! Der Typ ist so blöd, wie er dicht ist. Jetzt gibt Krieg! Drecksau will einfach nicht sterben. Stirb doch endlich, du Sau. Du sollst verrecken. Penner. Jawohl, verrecke. Der hat meinen Drachen getötet. Meinen Dämon. Na toll, nicht getroffen. Ey, willst du mich verarschen? Nicht mehr. Ich mach dem keinen Schaden mehr. Ich verstehe das nicht. Der kriegt keinen Schaden mehr. Hey! Ich weiß, dass du stark bist. Ich mach dem keinen Schaden mehr. What the fuck ist hier los? Du sollst verrecken! Ah! Voll auf den Kopf gehauen! Xaras, du Verräter, ich hau dir noch aufs Maul im dritten Teil, das sag ich dir. Was soll das? Willst du Ärger? Wow, Erfahrung 70.000! Habt ihr das gesehen? Erfahrung 70.000! Ist ja krank, ey. 70.000! Mein Gott. Das ist ja locker eine Stufe schon. Mal eben so gekriegt. 70.000! ...250 Lernpunkte, Stufe 87. Mein Gott. Nein! Absturz! Nein! Nein! Bitte kein Absturz! Bitte kein Absturz! Bitte nicht! Oh nein! Ich habe fertig. Wenn die nicht klar fragen, ne? Ich kann Worte wiederholen, ne? Mist, wir haben einen Freeze. Ich weiß nicht warum.
So ein Mist. Ja, komplett eingefriest. Nein! Oh, ich habe mich schon wieder Lust, gegen den Drachen zu kämpfen. Der war schon schwer. Ach, nö. Ah, es läuft wieder. Ja, es läuft wieder. Quicksave, Quicksave, Quicksave. Es läuft wieder. Alles klar, es läuft wieder. Haha. Es läuft. Glück gehabt. Nichts zu plündern. Benatire, dritter Dämon der Legion Lengas. Na, du möchte gern. Biete der Drachen, Schaden 300, Feuerschaden 150, benötigte Stärke 300. Ja, das ist was für Nahkämpfer, ne? Nichts für Magier. Schön. Raus aus diesem Scheiß hier. Ich hab genug davon. Ey, was ist hier los? Ach komm, hör auf zu freezen hier. Das liegt am Renderer. Das ist ein Bug vom Renderer auf jeden Fall, nicht vom Spiel selber. So, und jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt gibt's einen schönen Fight. Robe wechseln. Also, wenn ich das richtig sehe, ist der erwählte Belias tot. Äußerst beeindruckend. Guter Dagut? Mein Erscheinen hier überrascht dich sicherlich. Jedoch glaube ich, dass du selbst sehr genau weißt, dass solche Taten nicht vor uns verborgen bleiben. Besonders, wenn wir diese schon vor langer Zeit vorausgesehen haben. Willst du mir sagen, dass die Hüter schon vorher davon wussten? Sogar noch mehr. Deine Existenz wurde vor Urzeiten in die Schicksalskette dieser Welt geschmiedet. Und niemand hat die Macht, das zu ändern. Jedoch denke ich, jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir in den Lauf der Dinge eingreifen müssen, da es die Situation erfordert. Was meinst du damit? Ich meine, dass du deine Aufgaben in dieser Welt erfüllt hast und die Welt nicht länger einen Helden wie dich braucht. Weil du alles, was von dir verlangt wurde, bereits vollbracht hast. Dein weiterer Aufenthalt in dieser Welt kann den großen Plan der Schöpfer durchkreuzen. Der große Plan der Schöpfer? Genau der. Nichts kann ihn mehr aufhalten. Aber was hat es damit auf sich? Dass sich die Gestalt dieser Welt für immer verändern wird und zu dem wird, wie sie hätte sein sollen. Ich verstehe dich nicht. Vielleicht erklärst du es mir. Na gut. Ich werde es versuchen. Ich denke, dir ist bekannt, dass drei Götter existieren, Innos, Adenos und Belia. Diese sind mit der Kraft und der Weisheit ihrer Schöpfer erfüllt, sie herrschen schon seit Jahrtausenden über die Welt und ihr Schicksal. Zu unserem Bedauern haben diese undankbaren Kreaturen den wahren Grund ihres Daseins, der ihnen von den Elementen anvertraut wurde, vor langer Zeit vergessen. Sie haben sich gegen sich selbst gewandt und schaden mit ihren Taten unserer wunderschönen Welt.
Deshalb haben wir Hüter uns entschlossen, all dem ein Ende zu setzen und der Zerstörung entgegenzuwirken. Alles, was dem Pfad der Zerstörung und des Chaos folgt, wird von uns ausgelöscht werden. Als hätte es niemals existiert. Ihr wollt also die Götter vernichten? Sie und all ihre Geschöpfe, Sterblicher? Nichts und niemand kann sich vor dem Zorn der Hüter verstecken. Das ist Wahnsinn. Ich denke nicht, dass die Götter diesem Treiben tatenlos zuschauen werden. Was können sie schon tun? Diese Kreaturen sind jetzt viel zu schwach, um gegen uns zu bestehen. Übrigens, du selbst hast einen großen Anteil daran, ohne auch nur das Geringste davon zu ahnen. Ich? Du brauchst nicht zu staunen, es ist so. Und genau dies war dein Schicksal, Auserwählter. Ich werde dir nicht den geheimen Sinn all deiner Taten erklären. Ich bin mir sicher, dass du es selbst sehr bald begreifen wirst. Du bist ein Bastard! Und der Mensch erschlug das Tier und das ging ein in Belias Reich. Kommen dir diese Worte bekannt vor? Natürlich! Willst du mir damit sagen? Ich glaube, du fängst an zu begreifen. Außerdem denke ich nicht, dass der dunkle Gott durch den Tod eines seiner mächtigsten Diener stärker wird, als er es ohnehin ist. Und dies ist nur ein Teil dessen, was wir Hüter als unvermeidlich erachten. Alles, was geschehen soll, wird auch genau so geschehen. Bla 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 bla. Ebenso wie die Vernichtung dieser Welt. Nach ihrer Wiedergeburt wird sie von uns von Grund auf neu geschaffen werden. Verstehen. Und was ist mit ihm? Ach ja, der Gott des Feuers und des Lichts. Über ihn kann ich nur eins sagen. Sein Glaube an die Menschen ist seine größte Schwäche. Boah, jetzt kriegst du aufs Maul. Ich bin selber Feuermagier, du Penner. Die Orks werden sich schon darum. Ich glaube, es hackt. Ich bin überzeugt, dass sehr bald niemand mehr da sein wird, der ihn anbeten könnte. Somit wird auch sein Schicksal besiegelt sein. Die Orks, sie gehorchen also euren Willen? Hast du sie etwa für Kreaturen Belias gehalten? Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Von dir, so etwas anzunehmen. Orks sind alte Wesen. Ihr Dasein reicht weit in die Vergangenheit zurück, bis zu den Zeiten der Entstehung dieser Welt. Deshalb haben nur wir die Kraft und die Macht, sie zu befehligen. Niemand anderer ist dazu imstande. Das erklärt den Grund des ewigen Krieges zwischen ihnen und den Menschen. Absolut richtig. Ihr Hass auf die Menschen hat uns eine exzellente Möglichkeit eröffnet, sie für unsere Zwecke zu benutzen. Mit ihren eisernen Fäusten werden wir die Welt von der Menschheit befreien und sie danach in ungekannter Größe neu erblühen lassen. Bla 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 bla. Also schön, doch es bleibt noch Artemis. Ja, die einzige Gottheit, die unserer Meinung nach Nachsicht verdient. Jedoch ist seine Macht nicht ausreichend gefestigt, um diese Welt im Alleingang zu lenken. Darum können wir es nicht riskieren. Verstehe. Und was ist mit Xardas? Ach ja, dieser beklagenswerte Magier, der sich für einen fleischgewordenen Gott hält. Er hat uns verraten, als er unsere wahren Absichten. Ist ja auch richtig so, ihr seid Bastarde. Keine Sorge, der Zorn der Schöpfer wird auch ihn treffen, wo auch immer er sich befinden mag. Niemand wird der Strafe der Schöpfer entgehen. Verstehen. Und was jetzt? Auf diesen Satz habe ich gewartet, Sterblicher. Doch ich denke, dir ist das selbst bereits bewusst. Eine andere Lösung kann es nicht geben. Ich geb dir gleich Sterblicher. Also wollen die Hüter meinen Tod? Nun denn, ich werde es euch jedoch nicht leicht machen. Richtig! Ich zweifle nicht daran. Jemand, der die Kraft besitzt, das Tier im Alleingang zu töten, kann nicht schwach sein. Jedoch weißt du nicht, wie stark und mächtig wir wirklich sind. In dieser Schlacht kannst du nicht gewinnen. Das wird sich zeigen. Nimm dein Schicksal an, Erwählter. Wir werden sehen. Du Feigling, willst du abhauen? Hast du es so eilig zu sterben? Na dann, beenden wir unser Gespräch. Meine Diener werden sich um dich kümmern. Lebe wohl, Auserwählter. Du Feigling! Du bist ein Feigling, du Penner! Ihr werdet sterben! Ihr habt keine Chance, ich bin göttlich! Ich bin göttlich! Ihr Scheißmonster! So, das war's mit euch! Ihr Penner! Nicht so. Da ist nichts zu holen. Ich glaube, es hackt. Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Das waren 5 Dämonen, glaube ich. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Waren das alle? Nichts da ist plündern. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Eine Rune!
Ach so, genau, ich muss ja die Rune benutzen. Ah! That's right. Welche war das jetzt? Keine Ahnung. Ah ja. Diego, mein Freund. Wieso stehst du hier? Hey, du. Es ist vorbei. Wir können uns wieder verdrücken. Jetzt schau dir das an. In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht eine solche Anlage gesehen. Wie hast du es nur geschafft, an diesem Ding vorbeizukommen? Ich hatte Glück, schätze ich. Wenn du das sagst. Was wirst du nun tun? Gute Frage. Ich denke, ich werde erst einmal nach Korinis zurückkehren. Es gibt dort keine Diebesgilde mehr. Dadurch eröffnen sich interessante Möglichkeiten. Oh, vielleicht übernehme ich ja auch einfach nur Bromors Geschäft. Damit ist immer Geld zu machen. Ehrliches Geld. Geh nun zum Kapitän und lass uns hier verschwinden. Ja, Retro Eskimo, das ist schon richtig so. Wenn man Returning nicht richtig kennt, dann denkt man halt, dass es dumm ist, was die Hüter da gemacht haben. Aber es hat schon seinen Sinn. Und zwar war das schon immer ein Anliegen der Hüter, eben Belia zu schwächen. Und da Belia ein Gott ist, wollten sie sich nicht selbst mit ihm anlegen. Deshalb haben sie den namenlosen Helden stark gemacht, damit er eben Belia schwächt. Denn er ist ja vergänglich, dieser namenlose Held. Also wenn er gestorben wäre, hätte das den Hütern ja nichts ausgemacht. Sie haben uns praktisch für dumm verkauft. Wir haben die ganzen Aufgaben für die Hüter gemacht, die sie eigentlich hätten selber machen müssen. Das hat schon seinen Sinn. Ich meine, man kann ja auch ganz am Anfang es ablehnen, ein Hüter zu werden, ne? Man muss ja nicht. Sagt dir dieses Buch Almanach der Besessenen irgendetwas? Pyrokar ist der Experte für diese Art von Büchern. Tut mir leid. Ich weiß zu wenig, um etwas Intelligentes darüber sagen zu können. So, jetzt ist Schluss. Der Tempel ist entmachtet. Wie schaffst du das eigentlich immer, Das weiß ich auch nicht. Werden wir jemals zur Ruhe kommen? Verdient hätten wir es jedenfalls. Was wirst du nun tun? Ich denke darüber nach, eine eigene Akademie zu gründen und unseren Glauben weiter zu verkünden. Aber es kann auch anders kommen. Ja. Ich habe es nie bereut, ein Magier des Feuers geworden zu sein. Wie siehst du das? Nein. Bin mir nicht sicher. Ich gelobe Illos die ewige Treue. Trocken wie immer. Hey Mann, du hast gerade die Welt gerettet. Ist das kein Grund, sich zu freuen? Nein. Na komm, mein Freund. Ich glaube, du brauchst jetzt erstmal eine Mütze Schlaf. Geh am besten gleich zum Kapitän und lass uns ablegen. Du hattest recht. Mario hat uns verraten. Ja. Ich merke ja sonst nichts. Aber dieser Fall war klar für mich. Sei in Zukunft ein bisschen sorgfältiger bei der Wahl deiner Gefährten. Wir sind hier bald wieder weg. Meine Kopfschmerzen sind wie weggeblasen. Wie hast du das angestellt? Ich habe den Feind vernichtet. Es muss etwas sehr Mächtiges gewesen sein. Was war es denn nun genau? Ein untoter Drache. Deine ehemaligen Freunde aus dem Sumpflager haben mir ganz schön zugesetzt. Ja, das haben ja, sie. Glaube versetzt Berge. Das war schon immer so. Leider haben sie dem falschen Gott gedient. Richtig. Ich werde noch einige Zeit brauchen, bis ich das alles wirklich verarbeitet habe. Hoffentlich passiert so etwas nie wieder. So viel Sumpfkraut gibt es gar nicht, wie ich jetzt gerne rauchen Doch, würde. Das gibt's, Lester. Du wirst gleich genug Sumpfkraut von uns bekommen, nämlich im nächsten Kapitel. Hey. Keine Sorge. Du hast es überstanden. Können wir jetzt endlich hier wieder weg? Ja, der Feind ist vernichtet. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Geh zum Kapitän und sag ihm, dass er ablegen soll. Ich hoffe, dass es nicht noch mehr von euch abtrünnigen Sektenanhängern gibt. Möglich ist alles. Die Suchenden waren jedoch sehr gründlich. Selbst ich bin ihnen fast verfallen. Wer weiß? Wer weiß? Was wirst du jetzt tun? Vielleicht werde ich mich aufs Land zurückziehen und Farmer werden.
Ich bin des Kämpfens müde. Farmer? Angar, du kannst doch nicht Farmer werden. Du bist eine Legende, Mann. Du solltest lieber die Leute trainieren. Da ist er. Hey, du. Wir können jetzt wieder aufbrechen. Der Feind ist tot. Sehr gut. Dann sagt dem Kapitän, dass er ablegen soll. Mögen sich unsere Wege auch nach diesem Abenteuer irgendwann einmal wieder kreuzen. Da sagst du was, lieber Lee. Unser nächster Weg, der uns kreuzen wird, der wird richtig lustig. Seht ihr, wie hell es geworden ist, jetzt wo dieser untote Drache tot ist? Hier ist nichts mehr dunkel. Gonny Boy! Du bist beim Schiff geblieben? Klar. Stell dir vor, es wäre jetzt nicht mehr da. Hier gibt es nichts mehr zu holen für uns. Sag dem Kapitän, er soll das Schiff klar machen. Alles klar, mein Freund. Ah, wieder schön hell hier. Die ganze Dunkelheit vertrieben. Das ist toll. Und was sagst du dazu, du. Chef? Wir haben hier alles erledigt. Freut mich zu hören. Ich kann diese olle Schmiede nicht mehr sehen. Ich brauche wieder festen Boden unter den Füßen. Hör mal, wir waren gerade mal 2 Stunden hier. Und du meckerst schon rum. Genauso wie du sagst. Na, du Freak. Einige Probleme erledigen sich sicher so einiges. Dich kümmert das Ganze scheinbar überhaupt nicht. Ach, weißt du, ich hab mir gedacht, dass du es schaffen würdest. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Ich werde dir erst einmal folgen, schätze ich. Laris ist so trocken, ne? Aber irgendwie cool. Ich hab mir das schon gedacht. Da ich ein bisschen genervt von Watras bin, werde ich ihm so begegnen, so richtig respektlos. So halbnackt. Hey, du. Was hast du getan, Elender? Ich habe hier einen Eimer nach der Besessenen. Ich denke, es ist das Beste, wenn ich es ins Kloster zu Pyroka bringe. Wenn wir hier wieder wegkommen. Ich habe es geschafft. Ich weiß, ich spüre es. Du hast Belia einen Schlag versetzt, der ihn noch einige Zeit beschäftigen wird. Doch bedenke, dass dies nur eine Episode des ewigen Kampfes zwischen Gut und Böse war. Das Böse findet immer einen Weg, auf diese Welt zu kommen. Der Krieg wird niemals enden. Nur Adanos allein steht zwischen den streitenden Göttern. Ach, das Gleichgewicht. Der war nur am Meckern. Der hätte mir mal lieber helfen sollen. Richtig. Das hat er. Ja, klar. Dessen kannst du dir sicher sein. Davon habe ich aber nichts gemerkt. Sagen dem Kapitän, dass er so schnell wie möglich ablegen soll. Die momentane Ruhe kann trügen. Ich habe es geschafft. Sag nun dem Kapitän. Ach so, ja. Na, mein Freund, alles klar bei dir? Ich habe einen Ring der orkischen Kriegsherren. Gib ihn mir. Ich werde ihn Lord Hagen überbringen. Hier hast du ihn. Danke. Wir können jetzt mit dem Schiff ablegen. Das würde auch Zeit. Ich dachte schon, ich würde auf dem Felsen hier verrotten. Du übergibst jetzt das Schiff mit sofortiger Wirkung wieder an mich. Nein. Noch sind wir nicht in Korinis. Und ehrlich gesagt bin ich auch nicht so scharf darauf, wieder in Korinis einzulaufen. Ich war dort jetzt schon lange genug. Ich habe mir schon sowas gedacht. Das ist aber weder der Ort noch die Zeit, das zu klären.
Unterhalten wir uns auf See nochmal darüber. Was soll's. Ich freue mich trotzdem, dich wieder heil an Bord zu wissen. Du bist ein wahrer Streiter Innos. Ich bin... Daran habe ich keinen Zweifel mehr. Ein auserwählter Innos, du Vogel. Seite zu haben. So, jetzt geh zum Kapitän und lass ihn das Schiff wieder hier heraussteuern. Das sind so viele Logikfehler hier in die Nacht des Raben. Ich bin ein hoher Feuermager. Ich gehöre zum Rat. Ich bin kein Streiter Innos. Ich bin auserwählt. Du Banane. Ah, da muss man so viel ändern noch. Ich habe den Feind eliminiert. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Wie sieht's aus? Können wir jetzt endlich abhauen? Na klar. Ja, es ist vorbei. Lass uns verschwinden. Wenn du dir absolut sicher bist, dann geh und leg dich in der Kapitänskajüte schlafen. Wir werden bald auslaufen. Sehr schön. Alle an Bord. Setz die Segel. Nur Gerüchte und sowas. Meine Meinung will ja keiner hören. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. In unserem Orden sind alle gleich. Deshalb tragen wir auch alle die gleiche Kleidung. Halt die Schnauze! Möglich ist alles. So, jetzt ist Schluss. Der Tempel ist entmachtet. Geh am besten gleich zum Kapitän und... Genau. Ach, ich wollte mit dir handeln, du Vogel! Ach, toll! Ich weiß gar nicht, warum er sich so ist. Ist ja scheiße, Mann. Ich wollte noch ein paar Tränke kaufen. Das ist doch nicht. Mach da nicht mehr. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich hab mir das schon gedacht. Lass uns erstmal abwarten, was da passiert. Was? Und jetzt kackt das Spiel ab? Warum? Hey, du. Ja, das Handeln ist vorbei. Schade. Wieso sollte das Spiel abkacken?